Mit dieser Aussicht begrüße ich euch zurück hier in den ungezähmten Weiten von Oros. Und wir werden direkt begrüßt, wer hätte es gedacht, mit einer weiteren Aufgabe. Ja, die Frage ist, wie wir da am besten hinkommen. Das sieht mir nicht nach einem ganz so guten Weg aus. Wir laufen am besten außen rum. Ja, wir machen weiter, nachdem wir beim letzten Mal eine ziemlich gigantische Höhle erkundet haben. Wisst ihr noch? Echt der Wahnsinn, oder? Okay, aber die Richtung ist ganz in Ordnung. Wir werden uns jetzt hier einfach mal mit den Aufgaben beschäftigen, die hier noch warten. Zum Beispiel hier, wenn ihr helfen, suchen und retten. Suchen nach dem Vermissten, wenn ihr und rette sie. Wir müssen auch noch mal ein paar Yaks töten, aber alles später. Tote Udam. Töte die Angreifer und rette die Gefangenen, wenn ja, okay. Autsch, hör auf damit. Das schnelle Spannen ist echt nützlich. Nee. Ach, du bist so ein Mistkerl. Hat sie doch im letzten Moment erschossen. Habt ihr das gesehen? Ich brauche... ein Säbelzahntiger. Sehr gut gemacht. Hört auf, meinen Tiger zu schlagen. Okay. Frisst du oder soll ich dir etwas zu fressen geben, mein Lieber? Ja, Leute. Und damit richte ich mein Wort wieder an euch. Ihr merkt, der Einstieg ist immer der gleiche. Immer pure Action. Aber okay, wie gesagt, wir wollen uns jetzt ein wenig weiter mit den Aufgaben hier beschäftigen. Hier. Die uns weiter hier durch Oros... okay, hat sie aber gefressen. Die uns hier durch Oros führen werden. Mittlerweile sind wir auch hier in der nordischen Region echt gut unterwegs, oder? Es könnte schlimmer sein. Und ich sehe hier mal keine Armbänder und keine Steine oder Hände. Da ist wieder so ein Dächerhand. Machen wir alles später. Tasche für Tierfett fast voll. Tierfett. Okay, da würde ich sagen, gehen wir auf in Richtung der Aufgabe. Wir wollen auch nicht zu viel einsammeln. Im Nachhinein haben wir die Plätze sowieso fast alle belegt. Ah, nee, das Tier brauchen wir eh nicht mehr. Und du bist verbündet. Ja, ich gehe jetzt etwas vorsichtiger vor. Nordschwarzstein nehmen wir mit. Nordthron nehmen wir auch mal mit. Nordzeder ebenfalls. Was denn? Jack tot. Jack häuten. Wir brauchen für irgendwas Jackfell, glaube ich. Schon wieder Udam. Wow, hört auf damit. Unser Tiger ist echt ein böser Tiger. Und noch mehr Jackfell. So. So. Okay, Leute. Jetzt aber weiter. Meine Güte. Ihr merkt, das ist wirklich Wahnsinn, wie viel hier passiert, was man so gar nicht mit einplant. Also wirklich konsequent zu sagen, jo, ich mach zuerst das, dann das, dann das. Vergessenes Grabrast. Ich vermute, damit ist dieses Loch gemeint. Seht ihr? Es passiert so viel, womit man gar nicht rechnet, was man gar nicht einplanen kann. Der wollte schon wieder schießen, habt ihr das gesehen? Die Schüsse waren übrigens extra daneben gesetzt, um den Gegner zu verwirren. Ganz bewusst daneben gezielt. So.
Müssen wir für die Aufgabe vielleicht in dieses Grab hinabsteigen? Ich würde da schon gerne reingehen. Das sah sehr interessant aus. Na hallo. Uma Sudambarju, Parkunsu Waikash, Dramamas, Maupa, Maura Brastarhai, Saudam Drauba, Takar, Umi Brastar Sakui. Ja, ja, gerne, gerne, aber was hat das mit diesem Loch auf sich? Mit. Wo war das denn jetzt? Hier. Ach so, jetzt brennt die Wurzel oder was? Jetzt brennen wir oder was? Alles klar. Wir gehen mal runter. Nur mit Interesse halber. Okay, hier ist eigentlich gar nichts, oder? Nur Schwarzstein, Nordschwarzstein. Okay. Dann wieder. Uah. Das war nicht geplant. Er will nicht so, wie ich will. Weil er dabei ins Wasser fällt, wisst ihr, was ich meine? Nochmal. Ah, okay. Jetzt funktioniert das. Na gut, einfach nur ein riesiges Loch. So. Okay. Aufgabe hinzugefügt. Wo ist die Aufgabe denn? Ich erwarte Schlimmes. Hier oben. Na gut, machen wir dann auch später. Dann könnten wir eigentlich das Leuchtfeuer mitnehmen und uns dann langsam in Richtung des Mammuts bewegen. Rette einen Mammut, steige auf die Bestie und zertrample die Udamjäger. Das hört sich ja spitze an. Das machen wir sogar vor dem Leuchtsignal. Wisst ihr das? Das Leuchtsignal machen wir zum Abschluss des Videos. Das passt doch immer super. Steig auf einen Mammut. Jetzt geht's aber richtig los, Leute. Oh wei, oh wei. Ja, und ich muss sagen, die nördlichen Regionen sind inzwischen gar nicht mehr so schwierig. Dafür, dass die ganzen Gebiete hier auch das eine Lager schon mittel war, kommen wir von der Schwierigkeit her echt gut klar. Das Einzige, was ich wirklich anmerken muss, wir könnten durchaus mal mehr Lebensenergie gebrauchen. 1, 5. Auf lange Sicht brauchen wir mehr Lebensenergie. Sechs. Boah. 9 Punkte, bis wir hier den. Boah. Da bräuchten wir 9 Fähigkeitspunkte für. Nee, aber jetzt immerhin, ihr seht es unten links, ein weiterer Gesundheitsbalken. Das ist erstmal Gold wert. Wir müssen irgendwie nach da oben kommen. Und nehmen am besten das eine Leuchtfeuer, beziehungsweise das Lagerfeuer mit, genau. So dass, wenn wir sterben sollten, wir hier wieder einsteigen können. Hallo. So. Lagerfeuer entdeckt. Perfekt. Sind zwar nur recht kleine Lager, aber immerhin ein wenig Sicherheit und vor allen Dingen Wärme. Und Fleisch. Aua. So. Okay, dann wollen wir mal. Also wir werden eventuell einen Mammut reiten, Leute. Also wir werden einen Mammut reiten, aber... Okay, ich meine, das Reiten eines Säbelzahntigers ist die eine Sache, aber einen Mammut zu reiten ist ja nochmal was anderes, oder? Udam zertrampeln. Mamaf Udam Shazdar was Sagwash. Shazdar war Gwijar Dausam. Finde das Mammut. Oh, Leute. Ich glaube, die Aufgabe wird nochmal ein richtiger Höhepunkt.
So. Höre ich der Udam? Anscheinend kein Takedown machen. Wow. Okay, da haben wir das Mammut. Hier. Nimm. Feines Tierchen. Oh Mann. Ja, liebes Mammut, ich komme sofort. Einen Moment. Für jede dieser Skulpturen musste also ein Mammut sterben. Erinnert euch mal diese lange Schlucht, in der so ganz viele dieser totemartigen Skulpturen aufgebaut waren. Was soll ich dazu sagen? Der Pfeil war gut gesetzt und jetzt das Ende. Dieses Beißen in die Leichen, also meine Güte. So, wir wollen das mal mit manchen warten lassen, oder? Darf ich? Tatsächlich. Zerstöre die Knochenbäume der Udam. Nichts lieber als das. Ist das genial. So. Die Steuerung ist leicht hakelig, aber Leute, wir steuern einen Mammut. Oh oh. Wow. Spürt die Macht der Mammuts. Boah, da fliegen sie aber, oder? Wow. Ach, das ist ein großer. Mal schauen, wie groß der gleich sein wird. Oh, nicht mehr so groß. Na, kommt her, alle auf einmal. So. Okay. Hier haben wir weitere Knochenbäume. Wie viele Mammuts hier gestorben sind. Meine Güte. Für nichts wieder. Oh. Habt ihr das gesehen? Wir haben mit ihm den Knochenbaum zerstört. Reizt das Mammut zu seiner Herde. Na komm, Mammut, du hast genug getan. Oh oh. Steige vom Mammut ab. Okay. Ganz feines Mammut. Udam zertrampeln. Sehr schön. Das war meine Aufgabe, oder? Nicht mich töten. Nicht mich töten. Liebe Mammuts. So. Ach, seht mal. Das ist ja ein Zufall. Ich denke mal, dass die Aufgaben sowieso größtenteils an anderen Orten spielen werden, wie jetzt auch die eine Aufgabe, bloß wir die dann jetzt später machen. Also das war jetzt die Aufgabe von Karosch dem Krieger. Mammut reiten. Können wir jetzt immer Mammuts reiten? Wenn ja, dann müssen sich die Udams und auch die Isila ziemlich warm anpacken. Ja, was ist denn jetzt los? Ich glaube, Mammutreiter-Tacker ist ein bisschen furchterflößender als Fußgänger-Tacker. Takar, Hallo? Mishnar Udam Hahinacha,
Mishwada Udram Dramam Numuhaiwa Udam Damshi Shanti Karkarsta Charsh Pacham Pracham Sakwishuta Sikarkarsta Charshakwa. Die Sprache ist unglaublich interessant, oder? Ja, Gefangener Pipapo. Oh Gott, seht mal da, Höhlenmission. Da. Das wäre ja auch direkt machbar. Dann nehmen wir die Aufgabe auch noch an und gehen dann zum Leuchtsignal. Also, die manche Aufgaben führen sogar zurück. Was ist denn hier los? Haha, ich war schneller. So. Willkommen in Freiheit, mein Freund. Ist der ein Armband? Ach, seht mal, ein Venya-Band. So. Ich denke, was wird doch nicht so schwer zu finden sein. 132 neue Bevölkerung, super. Duckbärhöhle. Duckbärhöhle. Armband gefunden. Aber wo ist denn hier diese Duckbärhöhle? Oder ist damit hier generell diese, ich sag mal, indirekte Höhle gemeint? Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten. Das ist echt der Wahnsinn. So. Na gut, ich denke mal, damit war dann hier an sich diese Felsformation gemeint. Ich muss immer mal ein bisschen genauer auf die Karte schauen, denn man übersieht schnell sowas hier. Ja, wir werden dann, wie gesagt, hier werden wir das Video beenden. Ich werde auch dieses Mal die Aufnahme nicht ganz so lange machen. Wir werden hier das Video beenden und werden dann beim nächsten Mal von hier aus dieses Lager einnehmen und dann die Aufgabe erledigen. Dann haben wir hier noch zwei Aufgaben, dann haben wir hier quasi die ganze Ecke schon abgeschlossen. Ich schau mal kurz, hier haben wir das Bollwerk, hier haben wir die Jägerin, da ist auch nicht mehr viel. Es wird und wird und wird, dann war es das ja schon mit den Aufgaben. Wobei ich vermute mal, dass hier, ja, hier warten schon neue Aufgaben, schaut mal. Neue Dorfmission. Und schon eine neue Aufgabe von Karosch und von unserem Handwerker und von... Oh. Tensei traue ich ja gar nicht mehr, dem alten verrückten Mann. Also, Udam-Augen, wisst ihr? Wären das normale Augen, okay, aber Udam-Augen? Nein, Spaß beiseite. Ja, wie gesagt, dann werden wir beim nächsten Mal dieses Lager einnehmen. Ist das mittelschwer oder wie ist das? Schwer. Und dann können wir noch hier dieses Steinchen bzw. die Hand mitnehmen. Und dann können wir von hier aus so die beiden Armbänder mitnehmen. Und da ist auch noch einer. Also wie gesagt, die Welt ist so faszinierend. Ich finde es in Ordnung, so durch die Gegend gescheucht zu werden, weil ich wirklich die ganzen Orte auch kennenlernen möchte. Ich finde es wahnsinnig interessant, hier einfach die Gegend von Oros zu durchstreifen. Geheimer Paradiso-Unterschlupf. Boah. Ist schon gut versteckt. Hallo, hallo. Jasara Twarcha Yauda Sikushla Drauba Numinjawana Bracha Musa Shanchi Takar Palhur Winjaswana Parshai. Okay, erneut eine Aufgabe. Okay, die ist da oben. Ja gut, dann würde ich sagen, wartet hier noch ein wunderschönes Leuchtsignal auf uns, das entzündet werden möchte. Ob es das wirklich will, weiß ich nicht. Da ist es. Sieht mal, die perfekte Schräge für uns. So, gab es eigentlich eine Fähigkeit, mit der man beim Sprinten den Bogen spannen konnte? Ich glaube schon, oder? Mehr Stabilität. Ja, das haben wir hier sogar. Okay, aber was ist denn hier mit mehr Stabilität beim Zielen? Das ist ja eigentlich perfekt. Oh, seht mal. Beinahe kein Wackeln mehr. Super.
Jetzt natürlich die große Frage, haben wir es hier auch mit Udan zu tun oder ist das Leucht... Ich höre Kätzchen. Viel Spaß! Nein, Takedown geh nicht. Das ganz normale. Oh. Die machen schon einen ziemlich bösen Eindruck, oder? Ach, lustige, ich habe eine ganz lustige Idee. Falsch. Okay, ich werde auch getroffen von den Fallen. Komm. So blöd. Boah. Sah schon fies aus, oder? Nein, unser Säbelzahntiger. Nein. Lebe. Mit Hilfe dieser rohen Fleischkeule. So. Aber Leopard, wegen uns gestorben. Indirekt ja wirklich wegen uns gestorben. Hier. Erst du, dann ich. So. Okay. Und wie gehabt zum Abschluss ein wunderschönes, wunderschönes Leuchtsignal. So. Oh Mann. Perfekt. Und wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es dann eine Menge Nebenaufgaben und vor allen Dingen auch ein feindliches Lager. Da freue ich mich schon riesig drauf. 8 von 16, die Hälfte der Leuchtfeuer. So, eine Sache könnten wir noch schnell machen. Wir könnten mal eben dahin laufen, die Aufgabe annehmen. Dann hätten wir nämlich wirklich hier oben erstmal alles geklärt und bräuchten dann hier in den nördlichen Regionen gar nicht mehr rumzulaufen. Ist jetzt auch nicht so weit, oder? Und ich habe eine super Idee. Hey? Hey? So. So geht's doch ganz schnell. Auf geht's. Uah. Uah. Armes Tierchen, ich glaube, es hat wehgetan. Liebe Mammuts. Liebe Mammuts. Liebe Udam, alles super. Idurast. Na, seht mal, ein weiteres Venya-Versteck. Ja. Ich nehme diese Aufgabe. Was? Was? Unser Säbelzahntiger hat ganz alleine einen Mammut getötet? Was bist du denn für ein Monster? Hier, du hast es dir verdient. Ja, unser Auftragsgeber wurde gerade ein bisschen zermatscht, glaube ich, aber egal, Aufgabe angenommen. So. Okay, Leute. Da würde ich aber sagen, beim nächsten Mal warten dann noch mehr Aufgaben auf uns. Das ist, glaube ich, da, oder? Ne, wenn ja helfen. Waren die da? Ja, dann gehen wir von hier aus, hier runter, hier, machen die Aufgabe, machen dieses Lager, holen uns hier die Armbänder, machen die Aufgabe. Beim nächsten Mal, hier bei Far Cry Primal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, Leute.